Ron war mein Nachbar, Digga. Der war süß und der war durch. Und ich war auch durch und ich mag durche Menschen. Hat sich jetzt vom Fitness-YouTuber zu einem Alko-Tuber entwickelt. So. Wirklich mit die schlimmste Droge, die ihr euch reinfetzen könnt, gerade auf täglicher Basis. Deswegen stay clean, stay bright, stay woke. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Oh shit, man. Lässt du den Intro, Motherfuckers? 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Yes, sir. Ich habe gedacht, ich setze mich jetzt mal hin und wollte über ein spezielles Thema reden. Das hat mich die letzten Tage so ein bisschen beschäftigt, weil ich mir das ein oder andere Video dazu reingezogen habe. Und zwar geht es heute um das Thema Ron Bielecki. Ich weiß, gefühlt ganz Deutschland hat auf das Thema schon reagiert und seinen Senf dazu abgegeben. Ich habe mir gestern das Interview reingezogen bei Leroy und davor habe ich mir auch sein Statement reingezogen und natürlich auch den Livestream, um den es sich handelt, wo er halt den einen Security als Geringverdiener beleidigt hat und ihn quasi runtermachen wollte, indem er sich geldmäßig über ihn gestellt hat. Und es hat eine riesen Welle ausgelöst in Deutschland. Jeder YouTuber, jeder Reactor und alle, auch aus dem Rap-Bereich, aus dem Fitness-Bereich, sehr viele Leute haben sich dazu geäußert und ihr Senf dazu abgegeben. Kennen wir ja schon, ist ja schon immer so. Und was ich auch dann natürlich gesehen habe, dass viele dann direkt auf ihn auch draufgegangen sind und ihn halt hingestellt haben als einen Unmenschen, der ja, Menschen, die weniger verdienen, auch weniger Wert gibt. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt selber auch nochmal was dazu sagen, weil ich habe den Ron selber auch persönlich kennengelernt. Ron war mein Nachbar, Digga. Für einige von euch wussten das nicht, aber die Zeit, die 3 Jahre, wo ich in Berlin gewohnt habe, 2 Jahre davon hat der Ron, 2 oder 1 Jahr davon hat der Ron über mir gewohnt. Und da haben wir uns auch das erste Mal persönlich kennengelernt. Ich muss sagen, die erste Kennenlernphase zwischen uns war auch ein bisschen angespannt wegen dieser ganzen Julian Zietlow Geschichte. Leute, die mich schon länger verfolgen, haben es mitbekommen. Julian hat mich ganz am Anfang von meiner YouTube-Karriere, wo ich angefangen habe mit YouTube, hat der Julian mich angezeigt, weil ich in einem Videoblog mal einen witzigen Spruch gebracht habe in seine Richtung. Und seitdem war ich halt angepisst auf den Bruder und wusste auch, dass der Ron halt quasi sein kleiner Schützling ist. Und den habe ich dann auf einmal vor meiner Haustür rumspringen sehen und dann habe ich gesagt, ey, du bist doch dieser Typ von Zietlow und so. Ich glaube, ich habe den auch beleidigt, also nicht den Ron, sondern den Zietlow. Und dann hat der gesagt, ja und so. Dann habe ich gesagt, sag dem ... einen Gruß von mir und so, bla. Man sieht sich nochmal und so. Und ja, Digi, dann war das so eine bisschen angespannte Situation und dann hat mein Vermieter hat dann die Wogen geglättet, sag ich mal, und hat gesagt so, ey Bro, guck mal, das ist ein Freund von mir, ich kenne auch seinen Vater und dies, das, bla bla bla, vertrag dich mit dem, alles cool und so, das ist ja nicht mit ihm und Julian Zietlow und bla bla bla. Dann hat man sich einmal getroffen, an den Tisch gesetzt und da habe ich auch gemerkt, wie Ron drauf ist, wenn er besoffen ist, Digga. An dem Tag, wo wir uns hingestellt haben, wir haben uns hingestellt in so einem Kreis so und mein Vermieter hat dann dafür gesorgt, dass wir uns die Hand geben. Und da war der Ron brutal besoffen und hat halt, Digga, was soll ich dir sagen, Ron ist halt auch so ein Typ, wenn der besoffen ist, ist so ein typischer Besoffener, am Rumschreien, grüllt dir ins Ohr rein, halt so wie man sich einen Besoffenen vorstellt, weißt du, so einen typischen Besoffenen, der nicht mehr richtig Herr seiner Sinne ist. Warum sage ich das? Weil wenn ich zum Beispiel besoffen bin, ich habe immer noch Kontrolle über mein Verhalten, über mich selber. Ich war noch nie so besoffen, dass ich selber nicht mehr wusste, was ich tue. Auf jeden Fall hat sich das Ding dann so ein bisschen geklärt, wir haben das aus dem Weg geschafft und dann ab dem Zeitpunkt war ich auch cool mit Ron. Ich habe auch gemerkt gehabt, dass, also ich weiß nicht, ich fand den süß. Das war so ein kleiner Junge, der war süß und der war durch und ich war auch durch und ich mag durche Menschen. Ich habe gemerkt, der Typ ist auch durch. So, natürlich habe ich dann auch gemerkt, ab und zu abends die ein oder anderen Mädels bei dem Bruder auch rein und raus steppen und habe gemerkt, dass wir eigentlich generell so einen ähnlichen Hang zu gewissen Dingen haben. Und dann kam es auch mal dazu, dass ich habe mal eine mitgenommen aus dem Haubentaucher zu mir. Man hat seinen Spaß gehabt, so fun, dies, das, bla. Dann ist die gegangen und dann ist Ron zu mir runtergekommen und hat gemeint, ey, die war letzte Woche bei mir.
so eine Situation sind dann entstanden und dann wurde der Bruder mir auch immer sympathischer, muss ich sagen, ja. Also, ich fand den immer lustig. Ich wusste, der ist durch. Der ist einfach durch. Man darf ihn nicht zu ernst nehmen, aber der ist eigentlich ein Lieber so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der ist jetzt keiner, der anderen Menschen was Böses möchte. So, das habe ich von Anfang an eigentlich das Gefühl bei dem Ron gehabt. Und deswegen sage ich auch, die Leute sollen ein bisschen cool bleiben, weißt du? Der Ron, das wollte ich damit sagen, wenn der besoffen ist und wenn der was trinkt, der labert Scheiße. Es gibt Menschen, die sind so, Menschen, die sind so. Und ich glaube, dass er in diesem Livestream auch einfach nur Scheiße gelabert hat, Digga. Der hat sich irgendwas gesucht, was das Erste, was ihm eingefallen ist, wo er über dem Typ steht, der ihn gerade rausschmeißt. Und das hat er dann genommen, um es diesem Typen an den Kopf zu schmeißen, so. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube nicht, dass der Ron einer ist, weil ich habe ihn ja kennengelernt so. Und wir haben da, also da gab es keine Vibes von wegen so, ey, du bist Geringverdiener oder... Ich hätte das gespürt, wenn er irgendwie darauf Wert legen würde, ob man viel Geld verdient oder nicht. Weißt du, was ich meine so? Ich glaube, der hat es einfach nur als dumme Beleidigung gefunden. Er hat irgendwas gesucht und dann das gefunden. Und wenn Leute sagen, ja, wenn du Alkohol trinkst, dann kommt das wahre Gesicht raus, dann sagst du die Sachen, die du eigentlich denkst. Ja, in gewissen Fällen kann das auch manchmal passieren, aber ich würde das nicht so unterschreiben, dass das immer so ist, weil ich bin auch der Meinung, dass wenn du Alkohol trinkst, dass du auch mal richtig Scheiße laberst, Scheiße baust und Dinge tust, die du eigentlich nicht tun würdest, die eigentlich nicht Teil deines Naturells sind, aber durch den Alkohol treibt es dich dazu, diese Dinge zu tun oder diese Dinge zu sagen. Also da sollte man auch immer gucken so, weißt du, mit so einer Sprüche bin ich auch vorsichtig. Auf jeden Fall glaube ich generell grundsätzlich, dass der Bruder kein schlechter Mensch ist und ich glaube auch, dass er kein Mensch ist, der anderen was Schlechtes möchte, im Gegensatz zu seinem Ex-Mentor, Manager, keine Ahnung, Digga, Julian Zietlow so, der ist ein anderer Typ. Der kann auch so viel Ayahuasca und so viel LSD und so viel Spiritual Awakening Scheiße machen, wie er möchte. Das, was du im Herzen hast, wenn du so ein ekliger Typ bist, so, der im Herzen einfach versaut ist, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, oder mit seiner eigenen Männlichkeit am Struggeln ist und bla 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 und dann immer diese komischen Wege suchen muss, um andere Leute zu unterdrücken über Anwalt und Gericht und so eine Scheiße, das, also Zietlow geht für mich in dieselbe Richtung wie Bushido und diese ganzen Leute da halt so, ne? Und Ron ist für mich nicht so ein Typ. Weißt du, was ich meine? Ich habe das von Anfang an gemerkt, der ist nicht so einer. Und deswegen finde ich auch, dass man die Kirche ein bisschen im Dorf lassen sollte. Der Bruder war besoffen. Der war besoffen und der hat Scheiße gelabert. Das, was er gesagt hat, ist niveaulos. Sowas sagt man nicht. So. Und ich habe auch in seinem Statement gesehen, er hat das auch selber für sich eingeräumt und hat auch selber gesagt, ey, meine Eltern haben damals auch gestruggelt. Die sind hier nach Deutschland gekommen, haben hier was aufgebaut, damit ich und meine Schwester irgendwie ein geiles Leben haben, etc. So. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass Ron alle Menschen, die wenig verdienen, irgendwie weniger wert sieht oder sowas. Weißt du, was ich meine? Das ist ungünstig ausgedrückt in einem besoffenen Moment. So sehe ich das. Was ich aber generell grundsätzlich nochmal zu der ganzen Ron-Thematik sagen möchte, ist, dass ich das selber extrem schade finde, wie der Bruder sich fitnessmäßig, also was Fitness angeht, weil er kommt auch aus dem Fitnessbereich, runtergewirtschaftet hat. Der war echt ein fresher Dude, der schon im jungen Alter einen sehr guten Körper hatte und Potenzial hatte, was zu reißen im Fitness-Game, hat schnell Aufmerksamkeit bekommen und hat sich jetzt vom Fitness-YouTuber zu einem Alkohol-Tuber entwickelt. So, der macht jetzt Alkohol-YouTube quasi und hat mit Fitness komplett aufgehört. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, man sieht's und merkt es ihm auch an. Der war früher, hat er einfach mehr nach Leben ausgesehen noch, wo er noch über mir gewohnt hat. Da hat er noch so das ausgestrahlt, dass er noch im jugendlichen Saft steht. Wenn ich ihn mir heute angucke, dann... Bro, also keine Ahnung. Seine Stimme und wie er ausspielt, er wirkt für mich wie jemand, der älter ist als ich, Digga. Weißt du, was ich meine? Und ich bin überzeugt, dass es schon auch mit dem Alkohol zu tun hat. Und ich finde es schade so, weil ich glaube, dass der Bruder auch Potenzial in dem Bereich gehabt hätte. Ich meine, die Entwicklung von einem Fitness-YouTuber auch was anderes zu tun, die habe ich auch mitgemacht zum Beispiel. Ich komme auch aus dem Fitnessbereich und habe dann irgendwann auch andere Dinge getan, wobei es mich jetzt wieder immer mehr in Richtung Fitness zurücktreibt. Ich bin wieder hart am Trainieren und ich habe auch Bock, wieder meine Klamotten weiterzumachen. Irgendwann auch will ich eine Supplement-Marke haben und irgendwann will ich auch meinen eigenen fucking Stand auf der FIBO haben. Und ja, ich werde mich da wieder ein bisschen hin zurückentwickeln in diese Fitness-Geschichte. Ich finde es halt schade, dass der Bruder... Weißt du, wenn er irgendwas anderes gemacht hätte, wäre vielleicht auch cool, aber dieses Alkohol-Ding und Saufen und zu viel von dem Scheiß, das kann halt einfach nach hinten losgehen. So viele Menschen sind schon gestorben von Alkohol, deswegen sage ich dir, Bro, komm wieder ein bisschen zurück in diese Fitnessgeschichte. Das wäre auf jeden Fall gut für dich. Und ja, Mann, Digga, das sind so die Sachen, die mir eingefallen sind zu dem Thema Ron.
Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Be unique, dabei ist alles und stay clean.